Twitter hat das gesperrte Profil von Ex-US-Präsident Donald Trump wieder freigegeben. Das teilte der neue Twitter-Chef Elon Musk über den Nachrichtendienst mit. Der Milliardär Musk hatte eine Umfrage unter Nutzern des Online-Netzwerks erstellt, bei der offenbar 51% der Teilnehmer für die Reaktivierung von Trumps Profil stimmten. 15 Millionen Nutzer nahmen den Angaben zufolge an der Umfrage teil. Einen halben Tag später hatte Trumps Account bereits 25 Millionen Follower. Der letzte Eintrag stammte vom 8. Januar 2021. Nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol war Trump damals von der Plattform verbannt worden. Trump selbst will aber gar nicht zu Twitter zurückkehren, wie der Ex-US-Präsident bei einer republikanischen Veranstaltung in Las Vegas bekräftigte. Ich höre, dass die Nutzer mich wieder bei Twitter haben wollen. Ich sehe dafür aber gar keinen Grund. Die bei Twitter haben eine Menge Probleme. Sie sehen ja, was da vor sich geht. Vielleicht kriegen sie das hin, vielleicht aber auch nicht. Die Probleme sind riesig. Trump hatte nach seinem Rauswurf bei Twitter ein eigenes Netzwerk gegründet und will dort weiterhin bleiben. Die Plattform hat aber nur eine geringe Reichweite.